Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, in unserer heutigen Folge soll Luna die ganze Aufmerksamkeit der Zuschauer wecken. Die im Juli 2016 geborene Mischlingshündin aus Border Collie, Australian Shepherd und Gebirgsschweißhund braucht dringend ein neues Zuhause. Lunas Frauchen ist erkrankt und kann sich leider nicht mehr um ihre liebe Hündin kümmern. Das sind mit die tragischen Schicksale, die Hund und Mensch in ihrem Zusammenleben treffen können. Die dreijährige Luna hat ihr Hundeleben noch vor sich, wofür nun ein beständiges neues Zuhause gesucht wird. Sie ist ein ausgeglichener, aber wachsamer Hund ohne Aggressivität. Luna könnte in einer Familie mit Kindern jeden Alters leben. Ihre mittlere Größe und ihr freundliches Wesen passen gut zu einer Familie mit Kindern. In der Arche Noah sucht sie Streicheleinheiten und Zuwendungen, die sie bisher uneingeschränkt von ihrem Frauchen bekam. Mit Artgenossen kommt sie gut zurecht. Bei manchen Hunden ist sie erst vorsichtig. Autofahren ist für Luna kein Problem. Natürlich würde Luna sich auch bei einem Ehepaar oder einer Einzelperson wohlfühlen. Bisher hatte sie auch nur ihr Frauchen. Die Hauptsache ist, dass sie so schnell wie möglich wieder Sicherheit und Zuwendung in einem Hundemenschrudel hat und nicht lange im Tierheim bleiben muss. Das Leben in der Arche Noah ist zwar für Tiere aus schlechter Haltung eine Brücke der Erholung, für Tiere aber, die ein schönes und enges Verhältnis zu ihren Menschen hatten, oft sehr verängstigend. Luna macht im Moment das Beste daraus und ist freundlich zu jedermann. Es wäre sehr schön, wenn die Tierschutzbrücke im Sprint genommen würde.